Vergleicht man das Gesamtwerk gleichs mit dem von beispielsweise Schiller und Goethe, dann fällt sein Werk relativ schmal aus. In seiner Schaffensphase von 1802 bis 1811 verfasste er jeweils 8 Erzählungen und 8 Dramen. Dazu kommen zahlreiche Aufsätze, Gedichte, kleinere Schriften, Fabeln, Epigramme, eine Idylle, Anekdoten, journalistische und redaktionelle Beiträge, Albumeinträge und seine kunstvollen Briefe. Kleist hat also mit einer Fülle von Textsorten gearbeitet. Über den Entstehungs- und Arbeitsprozess ist jedoch nichts bekannt. Während man die Entstehung von Schillers Wallenstein beispielsweise anhand seiner Korrespondenz mit Goethe nachvollziehen kann, ist solcherlei bei Kleist nicht möglich. Das liegt unter anderem daran, dass eine Vielzahl von Kleists Briefen verloren gegangen ist. In der Literaturgeschichtsschreibung wird Kleist gerne als Rätsel dargestellt. Das beginnt schon damit, dass sein Werk nicht eindeutig einer literarischen Strömung zugerechnet werden kann. Somit steht Kleist eigenständig zwischen den zu seiner Zeit gängigen Strömungen von Klassik, Romantik und Aufklärung. Unser nächster Raum führt in die Textwelt Kleists ein. Besonders augenfällig ist die immer wiederkehrende Darstellung von Gewalt. Der grauenvolle Kindsmord am Ende von Das Erdbeben von Chili, der Aufruf zur totalen Gewalt gegen die Franzosen in Kleists politischen Gedichten oder auch die Gewalt von Musik, Lärm, Geräuschen. Besonders exzessiv wird Gewalt in dem Drama Penthesilea dargestellt. Die Liebesbeziehung zwischen der Amazonenkönigin Penthesilea und ihrem griechischen Kriegsgegner Achill wird mit Gewalt und Kriegs- und Kampfbildern erzählt. Das Begehren, die beiden füreinander entwickeln, führt letztlich zum gewaltvollen Tod Achills und den Selbstmord Penthesileas. Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht und grabe, kalt wie Erz, mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läutrig in der Glut des Jammers, hart mir zu Stahl, tränk es mit Gift sodann, heiß ätzendem der Reue durch und durch. Trag es der Hoffnung ew'gem Ambus zu und schärf und spitz es mir zu einem Dolch. Und diesem Dolch jetzt reich ich meine Brust. So, 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 so und wieder. Nun ist es gut. Am Ende des Dramas tötet Penthesilea sich durch ihr Sprechen. Aus ihren Worten entsteht erst der Dolch, mit dem sie sich letztlich tötet. Aus Sprache wird so ein Akt der Gewalt. Im Gang durch den Stammenwald erleben wir hörbar das undurchschaubare Werk Heinrich von Kleists.